Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es mal ein Baubattle zwischen einer geheimen OP-Base und zwischen einem Regenbogenhaus und mit dabei ist Vitamine. Hey ho! Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Vitamine, ich würde sagen, ich baue das Regenbogenhaus. Und ich baue die geheime Base. Yeah, richtig, richtig gut. Dann geh du mal auf deine Seite und ich wette, mein Haus wird viel cooler sein, Vitamine. Oh, niemals, das glaube ich nicht. Meins wird cooler sein. Okay, sehr, sehr cool, Freunde. Wir bauen jetzt zusammen ein Regenbogenhaus. Und ein Regenbogenhaus besteht natürlich aus super, super vielen Farben. Zum Beispiel aus lila, dunkelblau. Ist in einem Regenbogen auch grün, Vitamine? Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht auswendig. Und du? Okay, dann machen wir noch grüne Blöcke, gelbe, rote und orangene. Sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit meinem richtig coolen Regenbogenhaus an. Und ich würde sagen... So, beide Base, die wird so cool. Die wird gar nicht zu sehen sein. Ach so, genau. Du musst ja deine Base verstecken, ne? Und die wird richtig gut versteckt. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon. Sehr, sehr cool, Vitamine. Und mal schauen, ob ich dann deine versteckte Base überhaupt finden werde. Ich glaube nicht, Sandy. Oh, das wird doch ein bisschen zu schwer vielleicht dann für dich sogar. Oh doch, Vitamin, ich werde dich schon finden. So, Freunde. Ah, ich habe eine richtig coole Idee für die Türen. Wir machen so bunte Türen wie ein Regenbogen. Das heißt, wir machen hier was Lilanes, blau, grün und orange kommt hier. Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt machen wir als nächste Farbe orange. Oh Mann, ich glaube, mein Regenbogenhaus wird super cool aussehen am Ende, Vitamine. Oh yeah, glaube ich auch. Aber ich glaube, meine Base wird trotzdem die coolste werden. Haki, da bin ich mal gespannt. So, jetzt kommt hier die nächste Farbe. Und ich glaube, Vitamine, du hast noch nie so eine bunte Base gesehen. Das wird super, super bunt sein. Hallo Hühnchen. Hey, tust du die Hühnchen schon wieder ärgern? Nein, die gucken mir zu, Vitamine. Wie cool ich baue. So, jetzt kommt die letzte Farbe, Vitamine. Und dann fange ich auch direkt an, was drinnen zu bauen. Was? Du bist schon drin, ne? Gleich, Vitamine. Aber ich muss erstmal überlegen, wow, wie ich das Dach mache. Ich habe eine super coole Idee, Vitamine, für das Dach. Oh yeah, das wird richtig cool. Oh Gott, ich bin jetzt schon mega gespannt, was du da überhaupt baust. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, das kannst du auf jeden Fall sein, Vitamine. So, Freunde, ihr seht auf jeden Fall, was ich hier, glaube ich, versuche zu bauen. Mal schauen, wann ihr es erkennt, was es sein wird. Oh yeah. Sandy, ich kann jetzt sogar meine Base schon einrichten. Cool. Was? Du kannst deine Base schon einrichten? Super, super cool. Warte mal, Freunde, wir nehmen noch eine Farbe mehr. Wir machen so ein hellblau. Oh yeah, das gefällt mir. Und, Freunde, erkennt ihr schon, was das Dach wird? Was denkst du denn, Vitamine? Was kommt auf mein Dach? Ein Hund? Ein Hund? Moment mal, Vitamine. Nein, doch kein Hund. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wow, ich muss sagen, mein Haus ist auch super groß. Nicht, dass es gleich hier über die Barriere geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte schon, du baust Bella. Ach nein, Vitamine, du Quatschkopf. Moment mal, irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, Freunde. Naja, sieht trotzdem ganz lustig aus. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du da überhaupt so baust. Ich kann mir gar nicht vorstellen, sehr, sehr was du cool baust. Jetzt muss ich das Gleiche natürlich nochmal auf die andere Seite bauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Dach fertig bin. So, Freunde, jetzt habe ich das Gleiche nochmal auf der anderen Seite gebaut. Ich glaube, dann mache ich hier so weiße Blöcke hin. Das sollen diese Wolken darstellen. Und wie sieht's bei dir aus, Vitamine? Bei mir, Sandy, sieht's mega cool aus, auch schon von innen. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr weit. Aber es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern bei wem es am coolsten aussieht. Und Freunde, ich glaube, ich habe mal eine coole Idee. Ich werf mal diese Flasche gegen und zack. Und wow, das sieht ja richtig cool aus, Freunde. Und hey, was hast du gemacht? Ich will das auch sehen. Das wirst du gleich sehen, Vitamine. Und das sieht super, super cool aus. Oh Mann, oh Mann, oh. So, zack, da kommt hier noch was hin. Und das gefällt mir schon richtig gut, muss ich sagen.
Irgendwie bin ich jetzt mega aufgeregt, was du da überhaupt gebaut hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du da gebaut hast. Ich glaube, meins wird viel cooler aussehen als deins, Vitamine. Ich glaube, hier kommen nochmal solche Fenster hin, Freunde. Und dann kann ich in dieser Etage auch noch was bauen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus als am Anfang. So, dann vollende ich diesen Regenbogen. Und dann kann ich gleich schon mit der Inneneinrichtung anfangen, Vitamine. Bist du auch schon so weit? Ich bin schon längst dabei, Sandy. Oh, Mann, da muss ich mich jetzt ranhalten, Freunde. So, zack, zack, zack. Und ich hoffe, mein Regenbogenhaus wird dir auf jeden Fall gefallen. Und vor allem, ich hoffe, euch gefällt mein Regenhaus natürlich auch. Wir werfen ein bisschen mal mit diesen Flächen herum, weil ich muss sagen, die gefallen mir super, super gut, Freunde. Richtig gut. Oh, Mann, was ist das bitte für eine bunte Regenbogenbase? Das sieht ja super, super lustig aus. Und, oh, hier sind jetzt ein paar Wolken drinnen. So, Freunde, ich bin jetzt auf jeden Fall mit meinem richtig coolen Boden fertig. Und so sieht das Ganze aus. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Aber leider, Freunde, muss ich jetzt erstmal zack, zack, ganz kurz meine bunten Türen kaputt machen. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie das war. Aber ich denke, so sollte das Ganze auf jeden Fall passen. Oh yeah, das gefällt mir schon mal super, super gut. Und jetzt kommen wir endlich mal zur Inneneinrichtung. Oh yeah, und wie weit bist du, Vitamine? Oh ja, ich bin auch schon ein bisschen weiter als du. Du fängst gerade erstmal an mit der Inneneinrichtung, ne? Moment mal, ja stimmt, wie weit bist du denn schon, Vitamine? Meine Inneneinrichtung sieht schon richtig cool aus, du hast keine Chance mehr gegen mich. Oh Mann, da bin ich mal gleich super gespannt. Und ich habe eine super coole Idee, Freunde, wie man jetzt nach oben kann zur nächsten Etage. Nämlich benutze ich dafür diese super coolen Wolkenblöcke, dann stellt man sich hier rein und zack, man springt nach oben. Ist das nicht cool, Freunde? Oh Mann, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. So, Freunde, dann kommt hier auf jeden Fall ein richtig buntes Bett hin. Schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall super cool. Dann kommt hier eine bunte Lavalampe, so eine Regenbogen-Lavalampe. Und dann würde ich sagen, muss ich natürlich in irgendeine Ecke den Fernsehen machen. Da würde ich sagen, zack, zack, zack. Hier ist die kleine Fernsehecke. Hier kann man noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und was fehlt natürlich noch? Ein Aquarium mit richtig süßen Fischis. Oh Mann, das ist auf jeden Fall super, super cool. Dann kommt hier noch so ein Lagerfeuer hin. In diese Ecke. Zack. Sehr, sehr cool. Was darf natürlich nicht in einer bunten Regenbogenbase fehlen? Natürlich hier ein Basketballkorb und genug Spielsachen. Und ich würde sagen, hier in diese Ecke kommen super, super viele und coole Spielsachen hin. Das Klavier tun wir mal hier hin. Ich kann leider aber kein Klavier spielen, Freunde. Oh Mann. So, dann kommt hier eine Kamera hin. Hier kommt ein richtig schönes Gemälde hin. Und Santi, bist du bereit zu verlieren? Oh Mann, Vitamin, ich werde doch nicht verlieren gegen dich. Das denkst aber auch nur du. Das werden wir noch sehen, Sandy. Dann kommen hier noch überall so bunte Ballons hin, Freunde, damit das Ganze noch viel cooler aussieht. Dann zack, springen wir nach oben. Und jetzt würde ich sagen, kommen hier auch noch ein paar richtig coole Spielzeuge hin. Noch ein paar Luftballons. Oh yeah, das gefällt mir auf jeden Fall schon super, super gut. Eine Schaukel darf natürlich auch nicht fehlen. Dann kommt hier noch eine kleine Toilette hin, Freunde. Falls man mal aufs Klo muss. So, hier ist auf jeden Fall noch Platz für eine Dusche. Und hier kann man sich dann eine schöne Dusche nehmen. Oh Mann, richtig gut. So, zack, zack, zack. Dann kommt hier eine richtig coole und kleine Küche mit einem Mixer. Hier kann man ein paar Karotten schneiden. Richtig, richtig gut. So, dann können wir hier noch ein paar Löffelchen machen. Ein bisschen Besteck darf natürlich auch nicht fehlen. Und Vitamine, ich bin fertig mit meinem Regenbogenhaus. Oh, du hast aber ganz schön lange gebraucht. Endlich. Ja, Meisterwerke brauchen halt eben seine Zeit. Richtig gut. So sieht auf jeden Fall mein Regenbogenhaus aus. Und ich bin mal super gespannt, wie deine geheime OP-Base aussehen wird. Und da würde ich sagen, Vitamine, die Wand trennt sich in 3, 2, 1 und los geht's. Und wow, cool. Das sieht ja cool aus. Ja, was hast du denn hier gebaut? Das ist meine geheime Regenbogenbase. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei deiner Regenbogenbasis aussieht. Guck mal, hier kann man auch so hoch springen. Piu. Genau, das ist auf jeden Fall mein Regenbogenhaus. Und wie findest du die Idee, einen Regenbogen als Dach zu haben? Das sieht mega cool aus. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Du Mann, das hätte ich, glaube ich, niemals gemacht.
aber darf ich mal reingehen? Du darfst in meine Regenbogenhaus reingehen. Viel Spaß, Vitamine. Okay. Gut. Wow, Moment mal, wie cool ist das denn hier? So ein kleines Bettchen. Hallo, ich geh mal schlafen. So ein Regenbogenbettchen, aber hey, nicht schlafen jetzt, Vitamine. Und? So ein Basketballkorb hat man natürlich auch. Und Vitamine, oh, ist das nicht gemütlich hier? Oh yeah, hier kann man sich echt gut entspannen, muss ich mal sagen. Aber das ist mehr so ein Spieleparadies, stelle ich gerade fest. Oh, eine Rutsche. Genau, natürlich. Und guck mal, ein Klavier. Und kannst du eigentlich schon Klavier spielen? Nein, ich hab's mal probiert, aber ich kann bis jetzt nur auf die Tasten rumtippen. Oh Mann, das müsst ihr auf jeden Fall lernen. Dann haben wir noch so ein richtig cooles Gemälde und eine Kamera. Hallo, hallo. Freunde. Okay, aber ich hab schon gesehen. Ich bin mal gespannt, ob man hier hoch kann. Und Plopsi. Ja, super, super cool. Moment mal, Sandy. Die Küche ist genau das gleichzeitig das Badezimmer. Ja, Vitamine. Hier ist auf jeden Fall eine richtig coole Küche. Eine Schaukel, die gefällt mir auch super cool. Und ich gehe auf Schaukel für die Termine. Oh Mann, das ist ja cool. Oh yeah. Guck mal, in der Dusche hast du auch irgendwie alles in einem Zimmer, aber irgendwie ist es auch schon witzig, dass alles in einem Zimmer ist. Ja, oh Mann. Und dann noch, hier ist so eine Toilette. Oh, cool. Oh yeah. Und das hier ist auf jeden Fall mein super cooles Regenbogenhaus. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, Sandy. Ja, da hast du recht. Erstmal, Vitamine, will ich deine geheime OP-Base finden. Aber wo könnte die sein? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hier im Wasser irgendwo? Oh Mann, beim Sand. Hey, nicht mein Feld kaputt mache. Oh Mann, Vitamine, ich mach nichts kaputt oder unter dem Wasser. Und Moment mal. Oh, ich dachte, ich hätte es schon gefunden. So. Nein. Gib mir mal einen Tipp, Vitamine. Auf jeden Fall im Wasser. Im Wasser, aber hier habe ich doch gerade nachgeschaut, Vitamine, aber hier war doch... Oh, Moment mal. Hey, ich glaube, ich habe es gefunden, Vitamine. Genau. Oh Mann, und jetzt kann man hier nach unten. Hey, und zack, haha, richtig gut. Und wow, es ist ja super dunkel hier. Ja, du musst erstmal das Licht einschalten überall. Oh, stimmt, zack, zack, zack. Schnell überall die Lichter einschalten und wow, das sieht ja cool aus. Das hier ist meine Geheimbasis. Hier kann man auf jeden Fall Fernsehen gucken. Waffen hat man auch genügend. Essen hat man auch einen kompletten Vorrat. Pläne zum Schmieden. Für einen Helikopter? Ja, Vitamine, willst du einen Helikopter bauen? Und natürlich im Bad darf nicht fehlen, falls ich mal... Oh ja, ich störe dich aber nicht, Vitamine. Richtig gut, aber hey, Vitamine, ich muss sagen, deine geheime OP-Base gefällt mir super, super gut. Also, man hat hier wirklich alles, was man braucht. Ja, das stimmt. Cool. Sehr, sehr cool. Dann los, wir können wieder zack nach oben gehen. Und Moment mal, das Gleiche habe ich auch bei mir, muss ich sagen. Ja, das ist mega cool. Da wird man, guck mal, da wird man richtig hoch teleportiert. So, gucke. Und da kommt der Vitamine gleich, Freunde. Und da ist er. Sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, deine Base war auch richtig gut versteckt. Oh ja. Und Freunde, schreibt mal jetzt unten in die Kommentare, was gefällt dir besser? Vitamines geheime OP-Base oder mein Regenbogenhaus? Schreibt es gerne jetzt unten in die Kommentare. Und da würde ich sagen, Freunde, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.